Gaspreisdeckel und Doppelwumms. Es ist eine Zeit der seltsamen Worte. Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen über die Themen der Woche. Doch einer von ihnen stört sich ganz besonders an der Sprache von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, und der Regierung. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hat schon öfter mal mit neuen Worten überrascht. Bei der Ankündigung zur Unterstützung gegen die hohen Gaspreise war es nun der Doppelwumms als Synonym für die 200 Milliarden Euro, die den Gaspreis für Bürger und Unternehmen abfedern sollen. Der Kabarettist Schröder hat seine Probleme mit dieser Bezeichnung. Ich finde das schon ein bisschen infantil, ein bisschen albern, stellt er im Gespräch mit Sandra Maischberger fest. Die Wortwahl zeige seiner Überzeugung nach, wie Olaf Scholz glaube, dass das Volk wahrzunehmen sei, als Kinder, denen die erwachsene Sprache nicht zuzumuten ist. Und obwohl Schröder Kabarettist ist, meint er das ernst. Deshalb würde ich mir doch ein bisschen mehr Erwachsenheit wünschen. Florian Schröder. Andererseits findet er das vorsichtige Agieren der Bundesregierung in Sachen Waffenlieferungen genau richtig. Ich bin froh, dass wir diese Regierung haben und auch Robert Habeck, Grüne, sei ein guter und veritabler Bundeswirtschaftsminister. Eva Quartbeck, Redaktionsnetzwerk Deutschland, hofft hingegen inständig, dass die 200 Milliarden nicht als Tischfeuerwerk verpuffen. Sie hätte sich lieber eine Doppelbotschaft gewünscht, dass man niemand allein lassen werde, dass man aber auch unbedingt Energie sparen müsse. Scholz könne seine Zusagen nicht einhalten, glaubt sie, das Gaspreisproblem sieht sie bis Weihnachten nicht gelöst. Im Juli hätten die Menschen auf ein Zeichen gewartet und da wäre es auch Zeit gewesen. Fleischhauer für Fracking in Deutschland. Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer glaubt, dass Scholz volkstümlich wirken wolle und deshalb vom Doppelwumms spreche. Damit habe er kein Problem, sondern damit, dass 200 Milliarden zwar fast die Hälfte eines normalen Bundeshaushalts seien, sonst aber alles einfach so weiterlaufe. Noch immer sei der Bau von 23 Gaskraftwerken geplant.